Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Beste Freunde. Peppa erwartet ihre beste Freundin, Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, wie wär's? Willst du das auslecken? Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wär wohl Schwester. Und ich wär wohl der Doktor. Und wer ist dann der Kranke? Schorsch! Peppa und Luzi spielen gern Krankenhaus. Schorsch auch. Peppa horcht an seiner Brust. Nun, Schorsch, tief einatmen und husten. Ich glaube, dein Herz ist verrutscht. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Mal weit aufmachen. Luzi misst bei Schorsch Fieber. Oh je, das ist aber sehr hoch. Du musst im Bett bleiben. Mindestens 3 Jahre. Papa Wutz will nach Schorsch sehen. Oh nein, was ist denn mit Schorsch los? Keine Bange, Papa, wir spielen nur. Schorsch ist unser Patient. Oh, verstehe. Darf der Patient Besuch empfangen? Aber nur ganz kurz. Er ist doch zu schwach. Kekse! Ja, die sind für Schorsch. Mit dieser Medizin geht's ihm bald besser. Verzeihung, Doktor. Da brummt was. Ich hab einen schlimmen Bauch. Das kitzelt. Ich kann ihn rumpeln hören. Es ist nur Hunger, Papa. Dann brauche ich wohl auch Kekse, damit es mir bald besser geht. Und ich. Und ich. Und ich. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Baumhaus. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Oma Wutz! Wie schön, dass ihr mich besucht. Zieht eure Gummistiefel aus, bevor ihr ins Haus kommt. Gut, Oma. Peppa, Schorsch,
Schaut, was ich hier habe. Kleine Gardinen. Oh! Oma, wozu sind die kleinen Gardinen da? Überraschung! Wollt ihr nachschauen, was Opa Wutz für euch im Garten gebaut hat? Ja, komm schon! Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch! Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich. Hereinspaziert. Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja, wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Na gut. Papas großer Dickbau. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Unser Baumhaus ist so schön. Ich will für immer hier drin bleiben. Oh, heißt das, dass du mich auch nicht mehr in meinem Haus besuchen willst? Nein, Oma. Vielen Dank. Schade. Na ja, dann müssen Opa Wutz und ich wohl alle meine selbstgemachten Kekse ganz alleine aufessen. Kekse! Warte, Oma Wutz! Hier sind meine leckeren Kekse. Aber hier kommt nur rein, wer die geheimen Geheimworte weiß. Das ist doch leicht. Papas großer Dickbauch. Richtig. Also, ich finde immer noch, dass das blöde geheime Geheimworte sind. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppa und Schorsch. Spaghetti. Hoho, was für ein Lärm. Fertig. Ah, jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppa, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppa.
Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Krieg ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Pepper. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Ja, die Zahnfee. Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Oh. Und was willst du werden, wenn du groß bist, George? Saurier. Ein Dinosaurier. Schnell, George. Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Pepper und George die Zähne. Pepper, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Pepper kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen für die Zahnfee. Schlaft gut, Pepper und George. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. George, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? George, hörst du das auch? Ach, George. Das Geräusch kommt nur von George. Er ist einfach eingeschlafen. George ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Pepper schläft tief und fest. Hallo, Pepper. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Pepper. Schlaf gut. Pepper, George, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich hab doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Pepper, die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Ich bin Pepper Wutz. Das ist mein kleiner Bruder George. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Pepper Wutz. Polly Piepmatz. Pepper und ihre Familie besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Opa Wutz! Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Kommt herein. Wir haben was für euch. Was ist es? Wir haben ein Haustier. Ratet mal, was für eins. Saurier? Nein, kein Dinosaurier. Kommt und seht selbst. Oma und Opa Wutz haben einen Papagei. Peppa, George, dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Feine Polly. Feine Polly! Polly, braves Mädchen. Polly, braves Mädchen! Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? So sind Papageien. Ich zeig's dir. Hallo, Polly. Hallo, Polly. Hallo, du lieber Piepmatz. Hallo, du lieber Piepmatz. Kommt rüber, ihr Lieben. Der Tee ist fertig.
Peppa, Schorsch, schaut mal, es gibt Schokoladenkuchen. Komm, Omi! Peppa und Schorsch lieben Schokokuchen. Doch heute schlingen sie ihn schnell hinunter, um mit Polly spielen zu können. Fertig! Ihr macht aber eine Menge Lärm. Oma, dürfen wir jetzt bitte aufstehen und mit Polly Piepmatt spielen? Habt ihr euren Kuchen denn ganz aufgegessen? Na dann mal los. Hurra! Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo? Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein lieber Vogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Du meine Güte. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Sausia ist weg. Schorschs Liebling ist ein Dinosaurier. Sausia! Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Wie schrecklich! Beim Mittagessen sitzt der Saurier neben Schorsch. Wie bitte? Warst du da, Schorsch? Oder war das der Saurier? Saurier! Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier mit in die Wanne. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Schorsch. Und gute Nacht, Dinosaurier. Schorsch kann nur schlafen, wenn sein Saurier neben ihm liegt. Schorsch spielt gern fliegender Saurier. Hui. Und natürlich landender Saurier. Hui. Hui. Peppa und Papa Wutz spielen Dame. Ich gewinne, Papa. Oh, gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Saurier. Schorsch, suchst du deinen Dinosaurier? Schorsch ist traurig ohne seinen Saurier. Keine Bange, Schorsch. Wir finden deinen Saurier. Wir brauchen einen Detektiv. Papa, was ist ein Detektiv? Ein Detektiv ist ein sehr gewitzter Mann und ein guter Sachensucher. Ich kann ganz gut Sachen suchen. Also gut, Peppa ist der Detektiv.
Schorsch, ich bin der Detektiv. Ich suche jetzt für dich deinen Saurier. Vielleicht sollte der Detektiv Schorsch ein paar Fragen stellen. Schorsch, sag, wo ist dein Dinosaurier? Schorsch weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Sausia steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Sausia steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Sausia? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Sausia ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch, du spielst doch so gerne fliegender Sausier. Vielleicht flog dein Sausier dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Sausier. Schorsch ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Hui! Fliegender Sausia sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Schweinchen in der Mitte. Schorsch spielt im Garten Ball. Peppa möchte auch gern spielen. Schorsch, du machst das ganz falsch. Guck, so wirft man einen Ball. Und nicht so. So machst du das. Peppa kann ein ganz schön freches Schweinchen sein. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut. Ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch! Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbeiwerfen. Komm schon, Schorsch, wirf den Ball zu mir. Dummer Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren, aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang! Hurra! Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen.
Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Schorsch, fang! Hier ist der Ball, Schorsch. Oje, Pepper, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck. Fang ihn, Schorsch. Hurra! Das ist unfair. Ist es nicht. Ich habe Schorsch nur etwas geholfen. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Wirf her, Schorsch. Fang doch, Schorsch. Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball.